Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um unsere Nerven. Solange die gesund sind, merken wir sie kaum. Aber was ist das, wenn das in den Händen oder in den Füßen zu kribbeln beginnt, wenn wir Taubheitsgefühle haben oder wenn es schmerzt oder brennt? Ist das was Ernstes oder geht das wieder vorbei? Ist das womöglich eine Polyneuropathie? Um dieses Thema geht es heute. Bei mir ist Professor Dr. Peter Urban, er ist Chefarzt der Neurologie an der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie kommen konnten, Herr Professor Urban. Sagen Sie uns, Polyneuropathie, viele Nerven sind krank, so heißt es ja übersetzt. Ja. Was passiert denn da? Nun, es ist eine generalisierte Erkrankung des peripheren Nervensystems und bei der Polyneuropathie kommt es zu einer Schädigung der Nervenzellen, entweder im Rückenmark sitzen oder in der Nähe des Rückenmarkes. Und die Zellausläufer, die zum Beispiel zu den Beinen ziehen bis in die Füße, sind so die längsten Zellen unseres Nervensystems. Und dann kann es bei bestimmten Situationen zu Problemen des Stoffwechsels in den Zellen kommen, sodass also zum Beispiel der Energiehaushalt nicht mehr in der Lage ist, die Nervenzellen bis zu den Ausläufern, zum Beispiel in den Füßen, Fußzehen, tatsächlich zu versorgen, sodass dann häufig dann an den Beinen, Füßen zuerst Symptome beginnen, die auf eine Polyneuropathie hindeuten. Also kann man sagen, das ist eine Mangelversorgung eigentlich der Nervenbahnen? Ja, eine Mangelversorgung der Nervenbahnen, bedingt durch bestimmte Schädigungsmechanismen, die können jetzt vom Körper an sich kommen, aber können auch von außen in den Körper einwirken. Und was für Symptome gibt es da? Also woran merkt man das, dass man so etwas haben könnte? Also häufige Symptome sind zum Beispiel ein eingeschlafenes, pelziges Gefühl in den Fußzehen, Kribbeln, Ameisenlaufen. Manche Patienten sagen auch, sie haben ein enge Gefühl, als wenn ein Strumpf, der zu eng wäre, um den Fuß herum ist. Es können Schmerzen sein, es kann ein unangenehmer Juckreiz sein. Es geht häufig einher mit einer zunehmenden Gangunsicherheit, weil die Nervenimpulse, die von den Gelenken kommen, dann auch nicht mehr richtig weitergeleitet werden. Es kann auch zu Muskelkrämpfen kommen und wenn die motorischen Fasern betroffen sind, auch zu Lähmungserscheinungen. Und diese Mangelversorgung der Nerven, da wird es sicherlich verschiedene Ursachen geben, die dazu führen können, oder? Ja, richtig. Also es gibt etwa 250 verschiedene Ursachen einer Polyneuropathie und auch da noch einen gewissen Anteil von Patienten, bei denen die Ursache trotz aller Bemühungen sich nicht identifizieren lässt. Und die häufigsten Ursachen sind zum Beispiel ein länger bestehender Diabetes oder übermäßiger Alkoholkonsum langjährig. Aber es können auch andere Dinge sein, wie zum Beispiel infektiöse Ursachen an Borreliose, nicht selten, Vitaminmangelzustände, insbesondere Vitamin B12. Es können aber auch Tumorerkrankungen sein, sodass das eine Fernwirkung eines Tumors sein kann oder die Behandlung einer Tumorerkrankung, zum Beispiel durch Chemotherapeutika, also andere Medikamente können dann zu einer Polyneuropathie nicht selten führen. Es gibt aber auch immunologische Ursachen, wo das Abwehrsystem des Körpers, was dazu da ist, bakterielle, virale Infektionen, zum Beispiel nach einer Durchfallerkrankung, abzuwehren, sich dann nach einiger Zeit gegen körpereigenes Nervengewebe, also periphere Nerven, richtet und dann teilweise akute Neuropathien hervorruft, mit innerhalb von Tagen bis ein, zwei Wochen entstehenden Beschwerden, Taubheitsgefühl, Lähmungserscheinungen. Klassiker wäre das Guillain-Barré-Syndrom. Gibt auch eine chronische Form. Es gibt auch Bluterkrankungen, die zu Polyneuropathien führen können. Und also Sie sehen eine Vielzahl verschiedener Ursachen, die es gilt, dann beim einzelnen Patienten sorgfältig abzuklären. Ja, ja. Also man muss ja quasi in alle Richtungen suchen und an alles denken, wenn man eine richtige Diagnose stellen will. Wie stellen Sie das an, diese Diagnose zu stellen? Nun, es gibt schon zunächst mal verschiedene Techniken, die notwendig sind, um eine Diagnose zu sichern. Dazu gehört natürlich zunächst mal die Anamnese, die Erhebung des klinischen Untersuchungsbefundes mit Reflexhämmerchen, Stimmgabel, Wattebausch. Wattebausch? Was passiert? Ja, Wattebausch. Also den streicht man zum Beispiel dann vom Oberschenkel, kommt dann Richtung Füße. Und Patient sagt dann zum Beispiel so ab Mitte des Unterschenkels, ja, ab hier
wird es dumpf, pelzig, also das Gefühl ist dann geringer als zum Beispiel weiter oben. Also typischerweise eine strumpfförmige Sensibilitätsstörung oder eine Stimmgabel wird auf den Knöchel gesetzt und man stellt fest, dass das Vibrationsempfinden herabgesetzt ist oder der Patient bemerkt nicht mehr, wie man die große Zehe nach oben oder unten bewegt, können zu Lähmungserscheinungen kommen. Das sind einfache klinische Tests, die schon eigentlich Auskunft geben können, ob eine Polyneuropathie vorliegt oder nicht. Und der nächste Schritt wäre dann Durchführung elektrophysiologischer Untersuchungen in der Regel. Hier gilt es dann zu beantworten, welche Anteile des peripheren Nervens geschädigt sind. Also ein peripherer Nerv ist grob gesprochen aufgebaut wie ein Elektrokabel, also mit so einem Kupferinneren und einer Isolierung drumherum. Und bei bestimmten Formen einer Polyneuropathie ist eher die Isolierung, das Myelin, eine bestimmte Zellform geschädigt. Bei anderen hingegen mehr der Kern. Und wenn eine der beiden Formen ganz im Vordergrund steht, engt das so die in Frage kommenden Ursachen einer Polyneuropathie für uns schon ein. Und wir können dann gezielter weiter forschen. Und ansonsten guckt man, ob der Patient dann bestimmte Begleiterkrankungen hat, wie zum Beispiel ein Diabetes, eine Tumorerkrankung oder, wenn die bis dato nicht bekannt ist, andere Symptome zum Beispiel darauf hindeuten, wie ein ungeklärter Gewichtsverlust, nächtliches Schwitzen, dann schaut man natürlich in diese Richtung sehr intensiv. Also wir identifizieren jedes Jahr mehrere Patienten, die sich mit einer Polyneuropathie vorstellen, die sich vielleicht so über Monate entwickelt hat. Und diagnostizieren dann erstmals einen Tumor, der dann auch entsprechend behandelt werden muss. Und dann besteht auch die Chance, dass sich die polyneuropathischen Symptome wieder zurückbilden. Was heißt denn das jetzt für mich als Patient? Es ist ja häufiger mal so, dass einem die Hände einschlafen oder die Füße oder wenn man kalte Füße gehabt hat, dass danach dann es brennend wehtut. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben sogar schon Tumore diagnostizieren müssen, heißt das dann, ich soll doch eher früher zum Arzt gehen und nicht so lange warten? Ja, es hängt auch von der zeitlichen Dynamik ab. Also wenn die Symptome dauerhaft bestehen, also sagen wir mal, wenn man nachts auf der Seite geschlafen hat und der Arm ist eingeschlafen und beim Umdrehen verschwindet das wieder, dann ist das harmlos. Das ist eine Druckschädigung und keine Polyneuropathie. Aber wenn die Beschwerden mehrere Tage anhalten und sich dann relativ rasch entwickeln und sich ausbreiten, dann ist es sogar dringlich geboten, dann auch ein Krankenhaus oder einen Neurologen aufzusuchen, um zu klären, ob da nicht eine akut verlaufende Polyneuropathie vorliegt, die dann auch einer dringlichen Behandlung bedarf. Ansonsten ist schon bei jeder Polyneuropathie anzustreben, dass man zumindest einmal sehr gründlich untersucht wird, ob der Polyneuropathie nicht eine gut behandelbare Ursache zugrunde liegt, weil die entscheidende Frage ist, kann man eine Ursache identifizieren, um dann auch so die Polyneuropathie ursächlich behandeln zu können. Ja, Sie sagten ja vorhin, dass es unter Umständen auch ursachenfrei sein kann, dass man überhaupt so eine so etwas diagnostizieren kann. Kann es auch sein, dass Sie das erst beim zweiten Anlauf finden? Ja, es ist in der Tat leider so, dass etwa auch, wenn man die Diagnostik sehr weit treibt, bis vielleicht zu einer Gewebsprobe, auch das ist eine Möglichkeit, dass dann doch immer so etwa bei 20-25% der Patienten die Ursache noch unklar bleibt. Und wenn man diese Patienten weiter verfolgt und sagen wir mal nach einem Jahr nochmal Anlauf nimmt, dann gibt es nochmal einen gewissen Prozentsatz, wo man dann im zweiten Anlauf dann zum Zuge kommt. Also es lohnt sich, die Patienten auch weiterhin neurologisch zu begleiten, um auch nochmal zum späteren Zeitpunkt nachzuforschen. Und wenn Sie dann etwas gefunden haben, was behandlungswürdig ist, wie läuft die Therapie? Also das hängt natürlich ganz von der Ursache ab. Also wenn Diabetes als einfache Ursache vorliegt, dann ist die Maxime natürlich, den Diabetes bestmöglich einzustellen. Wenn ein Vitamin-B12-Mangel vorliegt, dann muss der natürlich dann ersetzt werden. Der Patient wird dann entsprechend mit Vitaminpräparaten behandelt. Wenn zum Beispiel eine Bluterkrankung vorliegt, dann muss dann auch eine hämatologische Mitbehandlung erfolgen und so weiter. Und Thema Chemotherapie, was Sie ja auch angesprochen haben, heißt das dann, wenn ich dann die Chemo absetze, dann kommen meine Nerven wieder zurück? In der Regel tritt eine solche Polyneuropathie während der Chemotherapie auf. Und die Patienten können das auch klar sagen, also es fängt dann an zu brennen oder ein pelziges Gefühl entsteht. Und das ist häufig eine leider im Moment noch unvermeidliche
Komplikation einer Chemotherapie, wo dann man das in Kauf nimmt, wissentlich, diese mögliche Komplikation, weil der Wert der Chemotherapie im Hinblick auf die Grunderkrankung, auf die Tumorerkrankung natürlich höher einzusetzen ist. Aber die gute Nachricht ist, dass bei der großen Mehrzahl der Patienten sich dann auch nach Wochen bis Monaten die Symptome wieder gut zurückbilden. Geben Sie während Ihrer Therapien jetzt allgemein zum Thema Polyneuropathie auch Medikamente? Ja, insbesondere dann, wenn Schmerzen vorliegen. Das lässt sich gut therapeutisch beeinflussen. Brennende Schmerzen, Dauerjuckreiz, das sind Medikamente, die ursprünglich zur Behandlung von Epilepsien zugelassen worden sind. Medikamente, die die Übererregbarkeit der Nervenmembran reduzieren, wo man erst später festgestellt hat, dass die auch eine gute Wirksamkeit haben bei solchen sensiblen Reizerscheinungen bei der Polyneuropathie. Calciumkanalblocker, zum Beispiel Pregabalin oder das Vorläuferpräparat Gabapentin, können gut wirken. Es sind auch bei der diabetischen Neuropathie andere Medikamente wie das Duloxetin, Antidepressiva, die einen schmerzdistanzierenden Effekt haben, eine Rolle spielen. Bei Muskelkrämpfen kann man auch Magnesium gut einsetzen oder ein Chininpräparat. Oder auch Patienten können ein sogenanntes Restless-Leg-Syndrom entwickeln im Rahmen der Polyneuropathie. Also unruhige Beine, gerade im Liegen nachts. Unruhige, genau, beim Einschlafen dann mit dem Drang aufzustehen, rumzulaufen. Das kann also sehr lästig sein. Das lässt sich auch gut behandeln. Reden wir jetzt über die Behandlung von Schmerzen oder kommen auch tatsächlich die Nervenfunktionen wieder zurück und das Kribbeln endet oder die Taubheit? Was ist der Erfolg? Ja, also wir behandeln dann zunächst mal die Symptome der Polyneuropathie. Gleichzeitig natürlich versuchen wir, die Ursache zu identifizieren. Es gibt keine Medikamente, um das Auswachsen von Nerven aktiv zu fördern. Wurde in der Vergangenheit sehr viel geforscht. Leider waren die Untersuchungen und Studien dazu bislang negativ. Wenn eine Nervenschädigung vorliegt, die eindeutig festzulegen, sagen wir mal, ist zum Beispiel durch eine mechanische Durchtrennung, Arbeitsunfall beispielsweise, Patient ist dann in eine Säge gekommen und ein Nerv wurde durchtrennt und der Nerv wurde dann wieder operativ zusammengefügt, neurochirurgisch. Und dann wächst der Nerv dann auch wieder aus, wenn er sozusagen Anschluss gefunden hat mit einer Geschwindigkeit von 1 bis 2 Millimetern pro Tag. Aber bei Polyneuropathien ist es so, dass wenn die Schädigung weiter vorhanden ist, die Ursache also nicht geklärt werden konnte und nicht abgestellt werden konnte, dann ist das in der Regel auch immer ein Gleichgewicht zwischen Nervenschädigung und sozusagen auch dem Versuch des Körpers, den geschädigten Nerv zu regenerieren. Aber solange die Noxe, das Gift oder die Ursache noch vorhanden ist, überwiegt dann häufig die schädigende Ursache, sodass, sagen wir mal, die körpereigenen Reparaturmechanismen keine so richtige Chance haben. Ja, hat man denn da beliebig Zeit? Also jetzt gerade, wenn Sie von Gift sprechen, denke ich jetzt mal an Alkohol. Das wäre ja zum Beispiel so etwas, was dann am Ende einen unter Umständen die Beinnerven kosten kann. Also angenommen, ich würde dann abstinent. Mhm. Kommt das dann wieder zurück mit den Beinen oder ist es zu spät? Es kann wieder kommen. Also es ist immer schwierig, dann eine, sag ich mal, verbindliche Prognose im Einzelfall abzugeben. Also man kann sagen, dass die Polyneuropathie nicht weiter voranschreitet, wenn man die Ursache abgestellt hat. Und bei einigen Patienten kann es tatsächlich auch dann zu einer zumindest partiellen Erholung der Symptome kommen. Kann man sagen, Schmerzen kann man gut beherrschen, medizinisch, aber Lähmung nicht? Ist das so für Sie so etwas oder so eine Faustregel, von der man ausgehen muss? Es ist eine Faustregel, die aber im Einzelfall nicht immer stimmen muss. Ja, es gibt immunologisch bedingte Ursachen einer Polyneuropathie, die man zum Beispiel mit auch einem Medikament Immunglobuline sehr gut beeinflussen kann, bei denen sich dann auch die Lähmungserscheinungen deutlich bessern. Oder eine Plasma-Austausch-Behandlung, weil da ist nämlich die Funktion der Impulsweiterleitung bei diesen Myelinscheiden, bei der Isolierung geschädigt. Und das kann man sehr schnell auch wieder reparieren. Ja. Also heißt im Grunde genommen ja dann die Empfehlung, wenn man mit solchen Symptomen zu tun hat, Kribbeln, Taubheiten, das gut im Blick behalten, zum Arzt gehen und dann lieber früher als später entscheiden. Kann man das so sagen? Das ist ein wichtiger Punkt. Also lieber früher als später, weil je früher man eingreift, umso eher hat man die Chance, noch was zu retten. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Bitte schön.
Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!